Es gibt Islamkritik, und das ist nicht derjenige, der kritisierte, beurteilt das, aber das ist ja erkennbar, die destruktiv ist und die abzielt, eine andere Seite einfach zum Beispiel mundtot zu machen oder zu delegitimieren oder sie aus dem gesellschaftlichen oder aus dem öffentlichen Diskurs rauszukatapultieren, indem man unfair oder indem man Dinge unterstellt, die nicht stimmen. Dass wenn man islamfeindliche Positionen an den Tag legt, das hat nichts mit Islamkritik zu tun, sondern das ist einfach ein versteckter oder ein offener Rassismus. Aber wir können es gesellschaftlich ächten und soweit eindämmen und den Bürgerinnen und Bürgern klar machen, dass wenn sie über diese Schwelle treten, dass sie in der Gesellschaft dann wirklich empfindliche Strafen erleben. Die Muslime Leute, ich hatte den verrücktesten Albtraum gerade. Ich habe geträumt, dass ein islamistisches Walross seine giftige Gülle aus Opfergebrabbel, lachhaften Relativierungen und falschen Äquivalenzen über mich erbrochen hat, wie in dem Film Die Fliege, und anschließend meinen angedauten Körper in seinen unförmigen, wulstigen Wanst. Es ist hinter mir, oder? Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh Mann, wer ist denn da mal wieder aus dem Unterholz gekrochen und will eine zweite Runde mit mir? Erinnere mich mal bitte kurz einer, wie das letztes Mal so für euch ausgegangen ist. Hat das irgendwer noch auf dem Schirm? Oh Mann, 14 Likes, 800... Fuck, Belly, okay. Mal gucken, ob wir das so wiederholen können. Ich würde gerne vorausgehend jedem, der hieran beteiligt ist und jedem, den ich hier nun kritisieren werde, meine Bereitschaft zu einer zivilen, öffentlichen Diskussion mitteilen. Oh ja, auch dir, Masiek. Aber soweit ich weiß, habe ich das ja schon letztes Mal gemacht und diese Einladung wurde ebenfalls ausgeschlagen. Insofern gehe ich jetzt nicht unbedingt davon aus, dass dir in der Zwischenzeit noch zwei Klöten wachsen werden. Und die Leute von Debate können dann ja auch wieder fleißig kritische Kommentare löschen, so wie letztes Mal auch den von mir, der vollkommen sachlich und ohne jegliche Beleidigungen war. Also hören wir uns doch am besten mal ohne weiteres um den heißen Brei herumreden an, was die Jungs von Debate und Ayman fucking Masiek da wieder so Schönes verbrochen haben. Film ab! Terrorismus ist am Ende Terrorismus. Es ist egal, von welcher Seite der kommt. Ah, okay. Also Schlachtplan für heute sind falsche Äquivalenzen zur Verharmlosung von islamischem Terrorismus. Danke für die Warnung. Gemeinde, wir werden uns mal distanzieren von den ganzen Anschlägen. Und die Zusammenarbeit der ITIP auch schon. Unbehelligt von Polizisten in aller Öffentlichkeit, ja, weil er keine verfickte Straftat begeht, du Mongo. Man kann dafür argumentieren, dass er ein Arschloch ist oder dass er ungesittet vorgeht, unhöflich, bla 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 bla. Aber das ist keine Straftat. Jemanden um eine Stellungnahme zu etwas zu bitten, ist keine Straftat. Ansonsten könnten wir sämtliche Journalisten in den Knast stecken. Vor allem ist es keine Straftat, wenn man eine öffentliche Figur, wozu du dich gemacht hast, darum bitte zu etwas Stellung zu nehmen, was ihren, in deinem Fall angeblichen, Bereich der Expertise betrifft. Wenn du also ein Problem damit hast, dass du manchmal um ein Statement zu etwas den Islam betreffend gebeten wirst, dann solltest du vielleicht aufhören, dich zum Repräsentanten der Muslime aufzuspielen. Denn das bist du nicht! Niemand von denen hat dich fucking gewählt, niemand von denen nimmt dich fucking ernst, niemand von denen weiß überhaupt, dass du existierst, okay? Dein kleiner Scheißclub von dreckigen Islamisten könnte irrelevanter nicht sein. Okay? Du wirst irgendwann im Laufe deines Lebens diesen Fakt akzeptieren müssen. Du wirst darum nicht herumkommen. Es tut mir sehr leid. Und ich bin hier, um dir dabei zu helfen. Bin ich nicht ein unglaublich netter Kerl? Verwundet. Kannst du einfach mal die Frage beantworten, bitte? Würden Sie die Frage beantworten, wann distanziert sich die muslimische Gemeinde von allen Anschlägen?
und vom radikalen Islam. Am 3. Oktober sind Sie in Dresden von Lutz Bachmann und weiteren Pegida-Anhängern bedrängt worden. Ja, und an jedem Tag, in jedem Monat, in jedem Jahr in Masieks Leben ist sein Herz von gigantischen, ekelerregenden Fettwülsten bedrängt worden, sodass es seine Arbeit kaum mehr verrichten kann. Worauf ich damit jetzt hinaus will: Du bist ein ekelhafter Fettkörper, Masiek. Des Weiteren, daraus soll jetzt das große Ding gemacht werden, ernsthaft, dass dieser eingebildete, narzisstische Wichser, der sich selber für den König der Muslime von Deutschland hält, das alles und noch viel mehr, sich für 1,5 Minuten von der Bitte um eine Stellungnahme, ohne jegliche Beleidigungen, ohne jegliche Drohungen, ohne alles, bedrängt gefühlt hat. Oh, heul mir doch verfickt nochmal die Luzi voll, Alter. Fickt euch. Wie haben Sie die Situation selbst erlebt? Äußerst unangenehm. Ich hatte schon gerechnet, dass wir dort auch Polizeischutz brauchen. Infolgedessen war der Staatsschutz auch eingeschaltet. Es hieß, dass ein Polizeiauto vor dem Hauptbahnhof auf uns wartet. Unglücklicherweise ist das nicht rechtzeitig eingetroffen. Und sofort legt er los. Ernsthaft mal, Masiek, ist dir das nicht mal ein klitzekleines bisschen peinlich? Sofort loszulegen mit einer herzzerreißenden Ballade mit dem Grundtenor: Wir sind Opfer. Oh ja, wir sind arme kleine Opfer. Opfer, 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 Opfer. Habe ich schon gesagt, dass ich ein Opfer bin? Oh ja, O-P-F-E-R. Opfer, Opfer, Opfer. Der Staatsschutz konnte uns nicht beschützen vor dieser hinterhältigen Nachfrage nach einer Stellungnahme. Wir sind arme kleine Opferchen. Oh ja, Opferchen, Opferchen, Opferchen. O-P-F-E-R-C-H-E-N. Oh ja. Mal ganz ohne jeglichen Scheiß. Ayman, willst du wirklich dein Leben in diesem Selbstverständnis verbringen? In der unermüdlichen Suche nach Dingen, mit denen du deine Komplexe füttern kannst und diese dann wie Tapferkeitsmedaillen auf der Brust tragen, um nach Mitleid und Sympathie zu betteln? Das ist doch armselig. Denkst du, Bachmann und Co. wurden noch nie wegen ihrer Eigenschaft als politisch brisante Personen des öffentlichen Lebens verbal bedrängt? Jeder, der eine einzige kritische Silbe zum Islam verliert, kriegt auf täglicher Basis Morddrohungen. Wenn du eine bekommst, dann lässt du die dir wahrscheinlich auf eine Kaffeetasse, ein T-Shirt, ein Mauspad, ein Geschirrset, deine Unterhosen und sonst was noch drucken und tätowierst die dir auf deine verfickte Stirn. Sich über seine Opferkomplexe zu definieren, ist so ziemlich das Erbärmlichste, was ein Mensch tun kann. Und wenn ich mir hiermit ansehen muss, wie du händeringend nach neuem Futter für diese suchst, ohne besonders großen Erfolg, wohlgemerkt, dann würde ich am liebsten vor Fremdscham im Boden versinken. Denn Muslime sind in diesem Land keine unterdrückte Gruppe. Nein. Es tut mir sehr leid, es tut mir extrem leid. Ich weiß, das muss eine Existenzkrise für dich bedeuten, aber sie sind es nicht. Sie gehören ganz im Gegenteil zu den privilegiertesten Gruppen, die es hier überhaupt gibt. Okay? Es werden ihnen in allen denkbaren Bereichen alle denkbaren Extrawürstchen zugeschustert. Es wird der Begriff der Religionsfreiheit pervertiert, um auf dieser Grundlage ihren Wünschen nach religiösen Privilegien nachzukommen. Du wirst hier kaum irgendeine Gruppe finden, die es besser hat. Ja, ich weiß, das ist hart. So wie auch Mohammeds Ziegenscheiße beschmierter Päderastenschwanz, wenn er ein kleines Kind sieht. Das ist sehr, sehr hart. So dass wir am Bahnhof warten mussten, bis es kommt. Ja, ja, okay. Niemanden interessiert deine weinerliche Ballade darüber, wie du am Bahnhof um ein Statement gebeten wurdest und dich unwohl gefühlt hast. Oh, du armes kleines Opfer. Okay, Schnitt zum nächsten Punkt. Das reicht. Denn ironischerweise ist alles, was du damit zeigst, wie verzweifelt du schon bist, auf deiner Suche nach Sachen, mit denen du die armen kleinen Muslimchen als Opfer hinstellen kannst.
Mal sehen, was du sonst noch so hast. Der islamistische Terror ist ja mit den Vorfällen von Ansbach und Würzburg oder den Attentaten endgültig in Deutschland angekommen. Parallel gibt es immer mehr rechtsmotivierte Straftaten in Deutschland. Wie nehmen Sie denn ganz allgemein die aktuelle Stimmung in Deutschland wahr? Nehmt bitte zur Kenntnis, der Interviewer spricht von islamistischem Terror und rechtsmotivierten Straftaten. Mal sehen, was Masiek jetzt daraus macht. Also ich möchte vor allen Dingen nicht immer das eine gegen das andere ausspielen. Interessant. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich prognostiziere jetzt mal, dass das exakt das ist, was du gleich machen wirst. Bin mir zu 99% sicher. Fahre fort. Es ist leider so, dass der Rechtsterror natürlich mit Abstand überwiegt. Erde an Masiek? Wir hatten Tote und Schwerstverletzte bei diversen Terroranschlägen in diesem Jahr. Und jeder einzelne von ihnen starb durch die Hand eines Muslimes. Und du pisst in exakt diesem Moment auf ihre Gräber, indem du darauf zur Förderung deiner politischen Agenda scheißt. Du widerliche Drecksau. Diese Aussage ist so dreist, so verlogen, so würdelos, dass ich nicht einmal weiß, was ich darauf sagen soll. Jetzt fabrizierst du dir schon deine eigene Realität, um dich als Opfer hinzustellen, entwürdigst die Toten und das alles im Rahmen eines lächerlichen, jämmerlichen, rhetorischen Tricks. Ich finde es eigentlich nicht gut, das eine gegen das andere aufzuwiegen, auch wenn die rechtsradikalen Anschläge leider überwiegen. Du bist ein Witz von einem Menschen. Weißt du das? Wenn du in den Spiegel guckst, musst du dann lachen oder weinen oder kotzen. Aber Terrorismus ist am Ende Terrorismus. Es ist egal, von welcher Seite der kommt. Und wir müssen uns vor allen Dingen wehrhaft zeigen gegenüber diesem Terrorismus, den Extremismus, wie ich eben gesagt habe, weil die vor allen Dingen die Gesellschaft spalten wollen. Oh, Kumpel. Mit der falschen Äquivalenz wärst du schon nicht davon gekommen, aber hiermit? Oh fuck nein. Oh fuck nein. Los fuckos ninos. Erstens, der rechtsradikale Terror hier ist momentan ein lächerlicher Witz, der sich auf irgendwelche scheiß Sachbeschädigungen beschränkt. Die deutschen Dschihadisten versuchen in regelmäßigen Zeitabständen mit wilder Entschlossenheit so viele ihrer Mitmenschen wie nur möglich wahllos auf bestialische Weise abzuschlachten und sehen den im Koran beschriebenen Märtyrertod im Kampf gegen die Ungläubigen als das ultimative Ziel ihres Lebens an. Und der Fakt, dass du das als ein größeres Problem betrachtest als das, sagt uns, denke ich, alles, was wir über dich wissen müssen. Und das bringt mich zu Punkt 2. Wenn wir also wie in Arnsbach jemanden haben, der sich Sprengstoff um seine lebensnotwendigen Organe schnallt und sich dann unter Leuten, die ihm niemals in seinem Leben irgendetwas getan haben, zu einer kleinen Matschpfütze auf dem Boden detoniert, kommt mir spontan direkt eine bestimmte Frage in den Kopf. Warum? Was bringt einen Menschen zu so einer innersten menschlichen Urinstinkten widersprechenden und irrationalen Tat? Welche Ideologie hat sein Gehirn so weit zerfressen, dass er das für das Richtige hielt? Welches Dogma hat ihn infiziert und dazu verleitet? Und könnten uns Antworten auf diese Fragen möglicherweise dabei helfen, die Gefahr einer weiteren solchen Tat einzuschätzen und dementsprechend Vorkehrungen zu treffen? Er hat sein Motiv bei der Tatausübung lautstark... Moment, was höre ich da? Du legst Wert darauf, was ihn dazu verleitet hat? Terror ist Terror, okay? Egal ob rechter Terror, wenn jemand beispielsweise einen Böller auf den Hof einer leeren Moschee wirft und sich dann feige verpisst, oder islamistischer Terror, wenn jemand wild entschlossen ist, sich selbst zu töten und so viele Leute mit sich zu reißen wie möglich. Alles dasselbe. Nur ist es halt so, dass der Rechtsterror natürlich mit Abstand überwiegt. Aber hey, darauf will ich doch gar nicht hinaus hier. Der rechte Terror ist viel, viel schlimmer, aber egal. Diese Leute wollen doch nur die Gesellschaft spalten. Die letzten Gedanken dieser armen, verwirrten Seele in Arnsbach waren wahrscheinlich nichts anderes als,
Oh Mann, das wird die Leute wirklich gegeneinander aufbringen, was ich hier mache. Welcher fiktionalen Figur er damit dienen wollte und an welchen mythologischen Ort er damit gelangen wollte, ist vollkommen egal und sagt uns rein gar nichts über die potenziellen Gefahren der Ideologie, die ihn dazu verleitet hat. All diese Leute sind im Innersten eigentlich nur Anhänger des Die Gesellschaft-Spaltismus. Und um dieses Ziel zu erreichen, denken sie sich dann immer diesen Quatsch aus, von wegen, ich wollte ins Paradies kommen, meine Taten sind durch die Lehren des Koranes inspiriert und sowas. Versteht ihr, das sagen sie nur, um uns zu spalten. Und damit sie das nicht erreichen, damit wir ihnen nicht geben, was sie wollen, sollten wir gar nicht erst thematisieren, welchen offensichtlichen Vorwand sie sich dafür zurechtgelegt haben. Zirkulare, geschlossene Argumentationskette komplett. Ach, diese scheiß Rechtspopulisten immer mit ihren einfachen Antworten. Ich nehme das sehr ernst und auch sehr, ich nehme diese auch die Erscheinungen, die wir jetzt haben, sehr ernst und weise immer wieder darauf hin, dass die nicht nur die absolute Mehrheit der Muslime in diesem Land friedliebend sind. Und die absolute Mehrheit der Rechtsradikalen auch. Ja, ist komisch. Ich habe noch nie gesehen, wie irgendjemand nach einem Anschlag auf ein Flüchtlingsheim auf diesen Fakt aufmerksam gemacht hat. Das könnte möglicherweise daran liegen, dass es einfach nur lächerlich ist, das Nicht-Problem zu erwähnen, als würde das das eigentliche Problem in irgendeiner Art und Weise relativieren und dass niemand jemals auch nur im Traum auf den Gedanken kommen würde, diesen lächerlichen Scheiß zu bringen, es sei denn, es geht ihm darum, eine bestimmte politische Agenda zu pushen. Sondern, dass die größten Opfer oder die meisten Opfer von Terror in der Welt Muslime selber sind. Wisst ihr noch, wie ich eingangs darauf hingewiesen habe, dass er obsessiv sich selbst und die Muslime als Opfer hinstellen will? Ich gehe mal stark davon aus, denn ich bin locker 5 Minuten lang darauf rumgeritten. Also wenn ihr es nicht mehr wisst, dann lasst euch mal den Dachstock checken. Jetzt macht er es ungeschminkt und unapologetisch im Wortsinn. Oh ja. Wir sind die größten Opfer. Die allergrößten. Größere Opfer findest du gar nicht mehr, als wir es sind. Nun, Muslime begehen mit Abstand die meisten Terroranschläge weltweit und Muslime leben in disproportionalen Zahlen in der Nähe von anderen Muslimen. Also ist das so ein klitzekleines bisschen logisch. Und du willst jetzt hier unser Mitleid kollektiv verteilt auf euch arme Opferchen, weil ihr euch die ganze Zeit gegenseitig in die Luft sprengt? Tut mir wirklich leid, dass ihr es nicht lassen könnt, euch gegenseitig abzumetzeln. Es ist eine Tragödie. Ganz ohne Scheiß, es ist natürlich wirklich eine Tragödie, aber versuch gefälligst nicht, diesen Scheiß zu instrumentalisieren, um irgendwelche perversen Opferpunkte zu erhaschen. Es ist armselig. Dass Leute denken, das wäre irgendwie ein substanzieller Punkt, weil was genau soll ich dazu jetzt sagen? Ja, dann ist ja gut. Was? Nein, das relativiert nichts, das macht nichts besser. Das ist einfach nur ein Punkt, der verwendet wird, um vom Problem abzulenken. Ich sehe hier hunderttausende Muslime, die wahllos irgendwelche Menschen auf der Grundlage ihrer religiösen Verblendung abschlachten, ob nun in Terror- oder Scharia-Form. Und ich sehe Millionen, die dies unterstützen. Und ich halte das nicht für akzeptabel. Ich will dieses Problem in die Öffentlichkeit bringen und verlange, dass sich sämtliche vernünftigen Muslime daran beteiligen, dem ein Ende zu setzen und aufhören, sich hinter dieser Opferfassade zu verstecken und aufhören, jedes Mal, wenn irgendein Vollidiot in irgendeinem verfickten Bahnhofsklo ein Hakenkreuz an die Wand schmiert, so zu tun, als wenn wir kurz vor einem Holocaust an den Muslimen stehen würden. Wäre das möglich? Wäre das möglich? Zuerst einmal sind wir die größten Opfer, okay? Wir sind die größten Opfer von Terrorismus weltweit. Wir sind auch die größten Täter, aber scheiß drauf. Und außerdem wurde ich neulich am Bahnhof von irgendeinem Pegida-Spasti angemacht. Noch nicht mal mit einer Beleidigung, sondern einfach nur mit einer aggressiven Bitte um eine Stellungnahme. Also, wir sind die größten Opfer, okay? Das zunächst einmal, guter Mann. Dann gibt es auch noch rechten Terror, okay? Und der ist ein viel größeres Problem. Ich will ja eigentlich gar nicht, dass das verglichen wird,
aber ich vergleiche es trotzdem und der ist das viel größere Problem. Ich meine, wir hatten zwar seit sonst wie vielen Jahren kein verficktes Todesopfer, während im laufenden Jahr mehrere Leute von Muslimen abgeschlachtet wurden auf deutschem Boden, aber scheiß drauf. Und muss ich wirklich erst die Holocaust-Notbremse ziehen, um dafür zu sorgen, dass man sich mit diesem Problem nicht öffentlich in einer ehrlichen Art und Weise auseinandersetzen kann? Es sei denn, man hat Bock, von widerlichen Gestalten wie mir als Nazi oder Rassist hingestellt zu werden? Muss ich es wirklich? Masiek, das wirkliche Problem, das ich mit dir habe, ist, dass dir der Ruf deiner Religion und der ihrer Anhänger über alles geht. Über das Wohl von Menschen, über das Leben von Menschen, auch von anderen Muslimen, über komplett alles. Dass du willens bist, die öffentliche Debatte über eines der größten Probleme unserer Zeit zu vergiften, einfach nur um deine Religion und ihre Anhänger vor Kritik zu beschützen. Das ist mein Kernproblem mit dir. Und dass wir ein existenzielles Interesse haben, dass Terrorismus, Extremismus, Beseitigung bekämpft wird. Ach, wirklich? Okay, ich sehe jetzt einfach mal darüber hinweg, dass er sich mal wieder anmaßt, für die Muslime als Ganzes zu sprechen. Es gibt Millionen, die mit ISIS sympathisieren. Es gibt hunderte Millionen, die mit irgendwelchen anderen Terrorgruppen sympathisieren. Aber fuck it. Wenn das wirklich dein innerster Wunsch sein sollte, dann hör doch mal auf, die öffentliche Debatte darüber zu einem verfickten Drahtseilakt zu machen, indem du jeden, der nicht bei 3 auf der Relativierung ist, als Rassisten hinstellst. Wäre das was? Und auch sehr vielsagend, dass du, bevor du auch nur das Thema richtig ansprichst, lang und breit darlegen willst, dass die Muslime die größten Opfer und dagegen sind. Ein ganz klein bisschen so, als wäre das eigentlich alles, worauf es für dich ankommt und was du zum Diskurs beizutragen hast. Hi, ich bin das islamistische Walross und Terror ist Terror, egal woher der kommt, also alles dasselbe, auch wenn der Rechte natürlich der Schlimmste ist, aber ansonsten alles komplett dasselbe und wir Muslimchen sind am meisten dagegen, weil er uns am meisten trifft. Habe ich jetzt das Terrorproblem gelöst? Nein. Aber habe ich es in falschen Äquivalenzen, Relativierungen und blanken Lügen über die Proportionen verpackt und die Muslimchen als harmlose, unschuldige Opferchen hingestellt? Oh ja. Oh ja, das hast du. Und hier ist noch ein Video, worauf ich auf meinen fetten Schenkeln vor irgendeinem Pegida-Affen wegwackel. Okay, Zeit für einen Döner. Mein Job hier ist getan. Danke, Captain Walross! Du hast uns erneut gerettet. Du paddelst im selben Atemzug, in dem du dein, ich hab vergessen, du bist ja der König der Muslime, euer enormes Interesse an der Bekämpfung des Problems ausdrückst, panisch von auch nur der bloßen Erfassung dieses weg. Was, wie islamistischer? Nein, alles dasselbe, okay? Christlicher Terror, rechtsradikaler Terror, islamistischer Terror, alles eins. Überhaupt keine Unterschiede und außerdem ist der rechte Terror viel schlimmer, also nicht von den Todeszahlen, aber von den Verletzten. Gefühlen her. Und ist das nicht am wichtigsten? Und das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern das ist ein Ausdruck unserer Haltung und... Okay, ich weiß, ich habe es schon gesagt, aber für wen? Zum Teufel! Okay, ein normales Teufel reichte hier nicht. Hier musste ein hochgepitchtes Teufel her. Hält sich diese monströse Kebab-Vernichtungsmaschine eigentlich? Er glaubt es wirklich. Was ich hier sage, ist nicht nur irgendwie ein Lippenbekenntnis, sondern ein Ausdruck unseres... Was? Du denkst wirklich, du würdest die Muslime in diesem Land repräsentieren? Oh Gott, das ist traurig. Das ist einfach nur traurig. Ihr kommt mit allen Organisationen, die irgendetwas mit euch zu tun haben, zusammen auf 10.000 Mitglieder. Es gibt in Deutschland 4,2 Millionen Muslime, du fette Sau. Dir ist klar, dass, wenn das, was du gerade gesagt hast, wirklich der Wahrheit entsprechen würde, es in diesem Land keinen Dschihadismus gäbe, weil es per Definition keine Dschihadisten gäbe, wenn das die Haltung der Muslime wäre?
Oder eigentlich musst du es ja sogar weltweit meinen, wenn du in die Begründung mit einbeziehen willst, dass Muslime zahlenmäßig die größten Opfer von Terrorismus sind. Die gebetsartige Wiederholung einer beruhigenden Lüge bringt uns einer Lösung keinen Schritt näher. Im Gegenteil, es führt uns sogar von einer solchen weg. Aber das Ansteuern von Lösungen, die ehrliche Auseinandersetzung mit dem Terror, ist ja auch nicht dein Ziel, oder? Dein Ziel, dein heiliger Kreuzzug, ist es, den Ruf der armen kleinen Muslimchen und ihrer Religion zu beschützen. Und du machst einen beschissenen Job, sogar bei dieser verlogenen Zielsetzung. Unserer auch Erfahrung, die wir in den letzten Jahren immer wieder erleben, ob das Anschläge in Türkei, in Istanbul, Ankara ist oder in Brüssel oder Paris. Zur Klarstellung, meinst du jetzt die Erfahrung, die die Terroristen, welche alle Muslime waren, gesammelt haben oder die Opfer, von denen ein paar Muslime waren, gesammelt haben? Wurde nicht ganz klar. Letztendlich werden unschuldige Menschen getroffen und der Terror fragt nicht nach der Religion. Wrong. Die Religion ist, was es motiviert und das Hauptkriterium, nach dem die Opfer ausgesucht wurden. Es wurden speziell Orte rausgesucht, an denen du keine tiefgläubigen Muslime finden wirst. Ein Schwulenclub, ein Death-Metal-Konzert, die Pariser Nationalfeiertagsparade. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gesehen, in dem IS-Leute ihre Opfer wortwörtlich nach der Religion gefragt haben und dann sogar gezwungen haben, ein Sunni-Gebet zu verrichten. Und wenn die dabei dann einen Fehler machten, wurden sie kulturbereichert. Warum gibt's denn dann so viele Anschläge in islamischen Ländern? Ja, weil es da keine fucking Infrastruktur gibt, es von Dschihadisten wimmelt und die Regierung nicht in der Lage ist, diese aufzuhalten und diese genauso wie hier gegen jede Form von in irgendeiner Weise säkulare Regierung vorgehen mit aller Gewalt und jeden hassen, dessen Religion auch nur einen Zentimeter von der eigenen abweicht. Okay, dasselbe, was ihr mit denen macht, dieses kleine Spielchen nach dem Motto, das sind keine richtigen Muslime, das machen die auch mit euch. Und das alles ist klar ersichtlich für jeden, der sich mal 5 Minuten mit irgendetwas, was die machen, auseinandersetzt. Mit einer einzigen Rede von irgendeinem ISIS-Affen, mit einem einzigen Text aus ihrem fucking Amag-Magazin. Es geht um Religion. Das ist der Kernpunkt von allem, was sie machen. Von allem. Von jeder Kleinigkeit. Sie werden von einem verfickten Korangelehrten angeführt. Okay? Ihr allerhöchstes Ziel ist es, dem Beispiel von Mohammed zu folgen, der sein Leben mit exakt dem verbracht hat, was sie tagtäglich im Mittleren Osten machen. Und das wüsstest du auch, wenn du mal deine fette Visage in einen fucking Koran stecken würdest, du Haufen Scheiße. Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir aus politischer Korrektheit den Terroristen selber keinen Glauben mehr schenken, wenn sie uns bereitwillig und im Detail erläutern, warum genau sie machen, was sie machen, wen sie als ihre ultimativen Feinde betrachten und was genau sie erreichen wollen. Jo Leute, wir wollen so viele Kuffar abschlachten wie nur möglich, wie im Koran beschrieben, Furcht in den Herzen der Ungläubigen säen und die gesamte Welt Allahs Gesetz unterwerfen, denn es gibt keinen größeren als ihn. Allahu Akbar. Was höre ich da? Terror hat keine Religion, ihr wollt einfach nur die Gesellschaft spalten? Ah, okay, danke. Hätte sich der Zentralrat der Muslime auch mit Blick auf die in Deutschland lebenden Muslime in den letzten Jahren oder letzten Monaten vielleicht nicht doch noch stärker vom islamistischen Terror distanzieren müssen? Es geht nicht darum, dass sein Islamistenclub sich nicht genug von Terror distanziert. Es geht um den verlogenen Umgang mit diesen, sowie mit sämtlichen Problemen der Muslime und des Islams, ob nun Massenvergewaltigungen, Ehrenmorde und. Statt einer ehrlichen Thematisierung dieser Probleme hören wir von ihm und seinem Pack im Gegenteil nichts als Verteufelungen der Leute, die sich dieser Dinge annehmen. Bis hin zu Forderungen nach der Einschränkung der Meinungsfreiheit. Nach Anne Will hat sich diese fette Qualle hingesetzt und sich darüber beschwert, dass diese Probleme in die Öffentlichkeit gebracht wurden, weil sie negativ auf Muslime reflektieren. Ja, exakt. Das Problem ist, dass man sie thematisiert, nicht das wirkliche Problem, das thematisiert wird.
wird. Das hat er gesagt. Ich habe ein Video darüber gemacht, packe ich euch mal in die Beschreibung. Oh, und denkt nicht, dass diese schleimige Softball-Vorlage, die ihm hier geliefert wird, einfach so mit dem Beigeschmack einer wirklichen kritischen Frage an mir vorbeigeht. Oh nein. Erstmal kann man immer mehr machen. Ja, in eurem Fall wäre es ein guter Anfang, damit aufzuhören, Schaden anzurichten. Wäre das möglich? Also auf die Frage, könnten Sie nicht noch mehr machen in dem Bereich, kann ich sagen, ja. Zweitens, ich würde von Verurteilung und Auseinandersetzung mit dem Virus des Extremismus, der sich nicht nur in Religionen, sondern auch in Ideologien immer wieder reinschleicht. Okay, Ayman, ich hätte es ganz gerne, wenn du dir diesen Satz noch einmal langsam vorsagen würdest. Nicht nur in Religionen, auch in Ideologien. Guter Mann, welchen Schulabschluss haben Sie? Sind Sie möglicherweise nicht nur an eine Hauptschule, sondern auch an eine staatliche Bildungseinrichtung gegangen? Haben Sie heute Morgen möglicherweise nicht nur einen Apfel, sondern auch Obst gefressen? Obst, den verarsche ich hier. Haben Sie heute Morgen möglicherweise nicht nur Kaffee, sondern auch ein koffeinhaltiges Heißgetränk zu sich genommen? Könnte das sein? Ach so, falls ihr euch wundert, den Rest von dieser lächerlichen Rhetorik nehme ich auch noch auseinander. Ich warte nur noch einen Moment ab. Dass diese Auseinandersetzung viel stärker stattfinden kann, ja. Aber nochmal, hier sind auch andere Stellen mitgefragt. Als gesamtgesellschaftliche Aufgabe muss es betrachtet werden. Wir dürfen nicht diese Fragestellung oder Diskussion so führen, wer ist schuld, und dann mit dem Finger auf anderen zeigen. Das passiert gerade. Wir erleben eine Diskussion des Sündenbocks. Wer muss dafür herhalten? Und ich finde... Oh, fuck yeah. Von 0 auf Anne Frank auf der Opferskala in absoluter Rekordzeit. Wir sind nur noch Sekunden von einem Holocaust-Vergleich entfernt. Ich kann es spüren. In 2 Minuten wird er hier fucking Zyklon B furzen. Und er leitet das Ganze ja schon ein mit der Phrase, der Virus des Extremismus, der nicht nur Religionen befallen kann. Ja genau, das ist etwas, das passiert einfach mit einer Ideologie, unabhängig von den eigentlichen Inhalten dieser. Ihr kennt ja bestimmt alle meinen alten Spruch von den Hippie-Extremisten, die Bäume zu fest umarmen und so zum Waldsterben beitragen. Wenn die extreme Verinnerlichung der Grundsätze einer Ideologie dazu führt, dass man hilflosen Leuten grundlos die fucking Rübe abhackt, dann stimmt etwas mit diesen Grundsätzen nicht. Wenn wir eine wirklich friedliche Religion, deren Grundsätze universeller Respekt, Gewaltlosigkeit und Liebe für jedermann sind, hätten, dann wären ihre Extremisten alles andere als ein Problem. Und auf diese himmelschreiende Verharmlosung drauf, setzt du jetzt, angeführt von einem Aber, differenzierte Betrachtungsweise beider Seiten der Problematik andeutend, während beide Statements nichts als Apologetik in Reinform sind, deine alte Hitballade über den armen Sündenbock, den neuen Juden, den ewigen Muslim, der niemandem etwas tut, den aber trotzdem aus irgendeinem Grund alle hassen. Aber was erwarte ich auch? Letztes Mal hast du wortwörtlich die Muslime in Deutschland mit den Juden unmittelbar vor dem Holocaust verglichen. Das erinnert an die dunkelsten Zeiten unserer Geschichte. Die Gemeinden haben in den letzten Jahren in der Hinsicht ganz, ganz viel dazugelernt. Ganz, ganz viel auch machen sie. Welche Gemeinden? Was haben sie gemacht? Alle Gemeinden? Sehr, sehr viel haben sie gemacht? Ah, okay, danke. Wir sehen, was du machst, Masiek. Und es funktioniert nicht. Mich haben nach deinem ersten Interview und meinem Video darüber Muslime kontaktiert, die sich für dein Auftreten geschämt haben. Du weißt schon, Leute, die ihr Selbstwertgefühl nicht daraus beziehen, dass sie sich zu einem Juden beim Betreten der Gaskammer hochstilisieren. Vernünftige, erwachsene Menschen, die es hassen, dass du vorgibst, sie zu repräsentieren. Denen es vor deinem widerlichen Heulmobbing und deiner Verwässerung
Verwendung des Rassismusbegriffes zur Förderung deiner islamistischen Agenda graut, die sich davor ekeln, wie du bei jeder einzelnen Aussage einzig im Blick hast, die Muslime gut aussehen zu lassen und wie du damit offenbarst, dass du dich eigentlich um die wirklichen Probleme, um die es geht, einen feuchten Scheißdreck kümmerst. Du skurrile Karikatur eines fetten Reza Aslan mit Down-Syndrom. Das wird zum Teil auch nicht gesehen, es wird auch nicht, vielleicht auch nicht entsprechend honoriert. Wäh, 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 wäh. Ayman Masiek 2016. Es ist ohnehin die Losung, durch Religion gegenüber Extremismus sich zu immunisieren, ist durchaus umstritten in unserer Gesellschaft. Die Losung, sich durch Religion gegen Extremismus zu immunisieren, ist umstritten in einer Welt, in der religiöse Extremisten monatlich tausende Leute abschlachten. Was ist nur mit den Leuten los? Du behandelst hier den Begriff Extremismus, als würde es sich dabei um eine eigene Gesinnung handeln. Diese Extremisten sind ein Problem. In was sind sie denn extrem? In ihrem Extremismus. Es sind extreme Vertreter der Extremität bis in ihre Extremitäten. Ah, okay. Extremismus beschreibt, wie ernst jemand eine bestimmte Ideologie, ein bestimmtes Dogma oder bestimmte Grundsätze nimmt. Und ob das etwas Schlechtes oder etwas Gutes ist, hängt präzise davon ab, ob diese Grundsätze gut oder schlecht sind. Und der Islam ist das Bündel der schlechten Grundsätze vor dem nicht existenten Herrn. Und dieses feige Wortspiel mit dem Extremismusbegriff, das wir momentan von allen Seiten zu hören bekommen, geht mir langsam auf den Sack. Denn es ist nichtssagend und absichtlich ausweichend, benennt das Problem nicht eine vage Beschreibung irgendeines abstrakten Problems, das ihr nicht benennen wollt. Oder hackt euch einfach eure kleinen scheiß hässlichen Schrumpfhoden ab, denn ihr verdient sie nicht. Die ja immer mehr auch tendiert, Religion als solches, als Problem und als Ärgernis zu begreifen. Ja, oh ja. Und Gott sei fucking Dank, denn es wurde Zeit. Es wurde Zeit, dass mal der ein oder andere aus den sich durch die Menschheitsgeschichte ziehenden Leichenbergen religiös motivierter Kriege, Hinrichtungen und diverser sonstiger Abscheulichkeiten bis hin zu den verstümmelten Genitalien, den Schwulen, die in Afrika in Autoreifen gesteckt und angezündet werden und den massenhaften Abschlachtungen, die sich bis in die heutige Zeit durchziehen, eine Lehre zieht. Und ich stelle mich gerne stolz und entschieden hin und sage, nein, ich bin nicht einverstanden mit der Barbarei, die sich aus mittelalterlichen Schriften des Krieges, der Eroberung und der Zerstörung bis in unsere Zeit durchgefressen hat. Geschrieben von primitiven Männern, die die abscheulichen Sitten ihrer Zeit so konserviert haben, sodass die Zerstörung und die Gewalt von erwachsenen Menschen, die diesen widerlichen Dreck für das perfekte Wort ihres perfekten magischen Daddys im Himmel halten, in die moderne Welt getragen wird. Ich bin nicht einverstanden mit der Tötung von Unschuldigen auf der Grundlage von uralten Märchen. Ich bin nicht einverstanden mit fucking Genitalverstümmelung. Ich bin nicht einverstanden damit, Frauen unter der Androhung von sexueller Gewalt und dem Tod in verfickte Müllsäcke zu packen. Ich bin nicht einverstanden mit der Beschneidung unserer fundamentalsten Grundrechte, die auch im Westen von der Mehrheit der Muslime propagiert wird. Ich bin ebenso nicht einverstanden mit der Ansicht, dass Frauen ihren Männern zu gehorchen haben, welche ebenfalls von der überwältigenden Mehrheit der Muslime aufgrund von lachhaften Mythen bis heute vertreten wird. Ich bin nicht einverstanden mit der Indoktrination kleiner Kinder in diesen Dreck. Oh nein! Oh nein, das bin ich nicht. Und ich werde es mir nicht einfach so mit ansehen. Das kannst du mir glauben. Aber hey, hey, das hat doch alles überhaupt nichts mit der wahren Religion zu tun. Ich Rassist. Sie haben Islamkritik mehrfach als getarnten Rassismus abgetan. Ist das nicht etwas zu einfach und ist Rassismus hier wirklich der richtige Begriff? Ah, erste gute Frage, auch wenn ich es ein bisschen anders formuliert hätte.
Du hättest sagen sollen, hey Speckfresse, der Islam ist keine Rasse, er ist eine Ideologie. Was du vielleicht noch in Erinnerung haben könntest, weil dich der Samuel Johnson-Wichser damals so hart gedickslappt hat, dass man den Abdruck seiner Eichel immer noch auf deiner ekelhaften fetten Neandertaler-Stirn sieht, als wäre sie eine verfickte Memory-Matratze. Das wäre ein wenig angemessener gewesen. Aber sehen wir uns mal an, wie er sich jetzt rechtfertigen will. Es gibt Islamkritik und das ist nicht derjenige, der kritisierte, beurteilt das. Aber das ist ja erkennbar, die destruktiv ist und die abzielt, eine andere Seite einfach zum Beispiel mundtot zu machen. Okay, der Typ, der Kritiker seiner Ideologie generell öffentlich als Rassisten brandmarkt. In der Absicht der Einschüchterung und der Beschmutzung von jemandes Namen und Ruf bis hin zur Beschneidung der weiteren beruflichen Möglichkeiten, beschuldigt nun, da er darauf angesprochen wird, diese Einschüchterungstaktik, dieses politische Mobbing mittels haltloser Anschuldigungen, mittels Rufmord an seinen Kritikern, mittels Stigmatisierung seiner Opposition zu rechtfertigen, die von ihm diffamierten Menschen und zur Abschreckung anderer, die seine Ideologie kritisch betrachten, öffentlich an den Pranger gestellten, der Absicht, seine Seite mundtot zu machen. Masiek, weißt du, was Projektion ist? Dass wenn man islamfeindliche Positionen an den Tag legt, das hat nichts mit Islamkritik zu tun, sondern das ist einfach ein versteckter oder ein offener Rassismus. Aber wir können es gesellschaftlich ächten und so weit eindämmen, und den Bürgerinnen und Bürgern klar machen, dass wenn sie über diese Schwelle treten, dass sie in der Gesellschaft dann wirklich empfindliche Strafen erleben. Ich kann mir bildlich vorstellen, wie ihm der Begriff des Mundtotmachens natürlicherweise auf seine infamen Taktiken angesprochen in den Kopf schoss und von da aus, wie das meiste, was er sagt, ohne weitere Reflexion aus seinem fetten, wulstigen Fressloch. Oder so delegitimieren, oder sie aus dem gesellschaftlichen oder aus dem öffentlichen Diskurs rauszukatapultieren, indem man unfair oder indem man Dinge unterstellt, die nicht stimmen. Unglaublich, sowas kann man sich nicht ausdenken. Herr Masiek, warum beschuldigen Sie Ihre gesamte Opposition des Rassismus? Von denen kommen manchmal unwahre, destruktive Anschuldigungen, die darauf abzielen, die andere Seite mundtot zu machen oder gänzlich zu illegitimieren. Masiek, du beschreibst gerade detailliert das Verhalten von dir, auf das du gerade eben angesprochen wurdest. Ist dir das klar? Menschenskind, ein Sigmund Freud, hätte seine Freude an dir. Die Gegenseite aus dem öffentlichen Diskurs rauszukatapultieren, Islamkritik aus dem öffentlichen Diskurs rauszukatapultieren, ist exakt das Ziel, was du verfolgst, wenn du die Gegenseite gänzlich als Rassisten abstempelst. Meine Fresse! Ich habe noch nie einen derart verlogenen Menschen gesehen. Da habe ich bisweilen den Eindruck, dass dahinter eine ganz andere Agenda steckt, nämlich gar nicht einen Diskurs zu fahren um der Verbesserung der Gemeinschaft oder wie auch immer. Oh, den habe ich auch nicht. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ich müsste hier irgendwie mal ein Masiek versus Masiek Battle zusammenschneiden. Mal gucken, ob ich noch die Zeit finde. Wenn ich die Muslime vorm Kopf schlage, wenn ich sie per se als antidemokratisch. Und wieder mal jemand, der nicht versteht, wie die menschliche Sprache funktioniert oder zumindest so tut. Die überwältigende Mehrheit der Muslime weltweit ist antidemokratisch. Willst du das in Zweifel stellen? Okay, sehr gerne. Diskutiere es jederzeit öffentlich mit mir und einer verfickten Bataillon von Pew-Statistiken aus. Oder wir sehen uns mal zusammen die Demokratische Islamische Republik von von überhaupt nichts an. Wenn ich sage, oh Mann, haben Briten abgefuckte Zähne, meine ich damit dann auch diejenigen, die penibel auf Mundhygiene Acht geben und von Natur aus ein perfektes, gerades Gebiss haben, also aus diesem von mir beschriebenen Muster herausfallen? Oder stelle ich einen generellen Trend in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe fest? Und dies ist vollkommen offensichtlich für jeden, der nicht mit der Intention an meine Aussage herangeht, sie in einer bestimmten Art und Weise zu verdrehen.
Und wenn ich nun sage, oh Mann, Muslime sind wirklich eine Gefahr für die Demokratie in diesem Land. Preisfrage. Meine ich dann diejenigen, die es sind, oder diejenigen, die es nicht sind? Wenn jemand natürlich etwas sagen würde wie, alle Muslime sind antidemokratischer Abschaum, dann wäre deine Kritik berechtigt, aber würde immer noch nicht den Rassismusbegriff rechtfertigen, da Muslime keine Rasse sind. Aber da du hier ja zu umschreiben versuchst, was du als Rassismus getarnt als Islamkritik definierst, wird das wohl kaum das sein, was du hier ansprechen willst. Oder die Religion als antidemokratisch. Oh, bitte komm in einen Hangout mit mir und erklär mir, was für ein lupenreiner Demokrat Mohammed der Eroberer, der Warlord, der Massenmörder, der Kinderschänder, der Vergewaltiger war. Bitte, bitte, bitte. Oh Gott. So unglaublich. Unfucking glaublich. Wenn ihr den Islam generell als antidemokratisch hinstellt, dann ist das schon ein bisschen rassistisch, weil ihr dann sagt, die Muslime generell sind antidemokratisch und viele sind braun, von denen, häng dich auf. Hallo Leute, Adolf Hitler hier. Ich finde es durchaus problematisch, uns Nazis generell als antidemokratisch oder sogar den Nationalsozialismus generell als antidemokratisch hinzustellen. Das ist schon ein bisschen rassistisch. Ich meine, ihr wisst doch, dass der gewaltige Großteil von uns Nazis weiß ist, oder? Insofern, hä? An dem Punkt sollte man wirklich auch schon mal so ein bisschen die Absichten, die wirklich dahinter stehen, hinterfragen, wenn man gleich so viele weiße Leute als antidemokratisch abstempelt. Gott, der Islam ist eine Ideologie, die Muslime sind Anhänger dieser Ideologie. Und über den Islam und die Muslime kann man alles sagen. Alles. Ohne dass es jemals rassistisch wäre. Ich könnte sagen, wir sollten alle Muslime auf dieser Welt vergasen. Und es wäre nicht rassistisch. Rassistisch könnte es höchstens werden, wenn du von außen Rasse ins Spiel bringst. Wenn du beispielsweise sagen würdest, diese scheiß Sandnigger, die an den Islam glauben. Das wäre aber auch nicht rassistisch gegenüber Muslimen, denn Muslime sind Anhänger einer Ideologie. Es wäre rassistisch gegenüber Arabern, braunen Leuten. Okay? Wie oft muss ich dir das noch erklären, damit das irgendwann in deinen fucking monströsen, fetten, schwitzenden, ekelerregenden Schädel geht? Hm? Die Muslime als Oh Mann, wie ich das hasse, wenn mir im Winter morgens der Masiak liegen bleibt. Und ja, ich hatte auch schon solche Momente live. Ich weiß, kommt drüber hinweg. Faschistisch. Oh Mann, guckt euch an, wie er sich freut. Jawohl, ich hab ein Wort. Ich hab irgendwo in meinen spinnenwebenbehangenen Hirnwindungen doch noch ein Wort auftreiben können. Yes, deshalb bin ich der König der Muslime. Faschistisch oder wie auch immer bezeichne, dann mache ich deutlich, dass ich keinen konstruktiven Diskurs will, sondern es geht mir vor allen Dingen darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen, vielleicht ein Buch zu verkaufen oder was auch immer, um bestimmte Ressentiments zu ziehen. Also, wenn du die Realität akkurat beschreibst, wenn du die faktisch lupenreine Beobachtung äußerst, dass die Muslime gigantische Probleme mit Demokratiefeindlichkeit und Faschismus haben. Ach was, wenn du diese Probleme auch nur dem Inhalt des Buches, das den Anspruch erhebt, Gottes letztes Wort zu sein und die Tötung oder Unterwerfung von jedem, der es wagt, dies anzuzweifeln, als Gottes Befehl darlegt, attestierst, dann willst du nur Aufmerksamkeit und Ressentiments schüren. Denn die Anerkennung dieser simplen Fakten ist nicht konstruktiv. Damit du vor Masieks Rassismuskeule sicher bist, musst du seinen Maßstäben für Konstruktivität gerecht werden, die jede ehrliche Auseinandersetzung mit einem der größten Probleme unserer Zeit ausschließen.
Um es mit den Worten des großen Poetenkollektives Rage Against the Machine zu sagen, fuck you, I won't do what you tell me, fuck you, I won't do what you tell me, fuck you, I won't do what you tell me, fuck you, I won't do what you tell me, motherfucker. Dagegen verwahren wir uns und da sagen wir, dass dahinter sich oft auch Rassismus, Ablehnung gegen Muslime versteckt. Alter, kannst du dir vielleicht nächstes Mal nicht alle 3 Sekunden öffentlich in die Hose scheißen, damit mein fucking Video nicht 3 Stunden lang wird? Also, du versuchst erneut, Islam und Rasse zu vermischen. Du hast an keinem Punkt bisher noch überhaupt in irgendeiner Weise angesprochen, wo hier Rasse ins Spiel kommen soll. Wir sprechen über Muslime oder wir sprechen über Araber. Die beiden Sachen sind nicht dasselbe. Wenn du denkst, sie sind dasselbe, dann bist du ein Rassist. Weil diese Ansicht jeden einzelnen Araber von Intelligenz extremst beleidigen würde. Und wie gesagt, du beziehst das Ganze auf die Benennung von simplen Fakten. Der Begriff Rassismus wird von dir einzig und alleine ins Spiel gebracht, weil du weißt, dass da Gewicht hintersteckt, weil du weißt, dass Leute Angst davor haben, als Rassisten hingestellt zu werden und weil du deine politische Opposition einschüchtern und mundtot machen willst. Und das weißt du auch selber ganz fucking genau. Dass wenn man islamfeindliche Positionen an den Tag legt, das hat nichts mit Islamkritik zu tun, sondern das ist einfach ein versteckter oder ein offener Rassismus. Aber wir können es gesellschaftlich ächten und so weit eindämmen und den Bürgerinnen und Bürgern klar machen, dass wenn sie über diese Schwelle treten, dass sie in der Gesellschaft dann wirklich empfindliche Strafen erleben. Aber der andere Teil der Islamkritik oder der Muslimkritik, der ist gut, der ist wichtig. Den finden wir traditionell jahrhundertelang in der Islamwissenschaft, in der Orientalistik, da findet sie ja wieder. Oh ja, man muss auch sagen, wird heute häufig vergessen, Mohammed selber war auch ein großer Fan von Kritik. Wirklich, also bei ihm konnten sich die Leute um Kopf und Kragen reden. Den finden wir vor allen Dingen dann, findet der statt, wenn er konstruktiv ist. Das heißt, wenn er wirklich eine Lösung sucht. Und eine Lösung kann man nur finden, wenn man dabei meinen Pimmel im Mund hat. Denn der ist so etwas wie eine islamische Wünschelrute. Kumpel, wir suchen eine Lösung. Und das Problem bist du und Leute wie du. Du kleine reaktionäre DTIP-Nutte. Das Problem bist du, weil du mit aller Macht verhindern willst, dass irgendein Problem auf den Tisch kommt. Hier sitzt du dann natürlich da und sagst, natürlich, wir sollten die Probleme thematisieren, das ist sehr wichtig, aber wenn dann de facto die Lösung ist, scheißen oder runter vom Pott, wie beispielsweise bei der Anne-Will-Sendung, setzt du dich hin und sagst, die Öffentlichkeit soll nicht sehen, dass es so radikale Leute gibt, das schadet dem Ruf der Muslime. Was? Islamkritik ohne meinen Pimmel im Mund? Rassismus, Rassismus, Rassismus! Alles, was dich kratzt, ist der Ruf deiner Religion. Und alles, was du machst, ist Probleme kleinreden und aus der Öffentlichkeit fernhalten. Du bist das verfickte Problem. Eine Lösung sucht, weil es gibt viele Defizite. In der muslimischen Gemeinschaft. Welche hier nicht genannt werden sollen in meiner Liste anmaßender Forderungen an jeden, der den Islam kritisiert, welche praktischerweise schon die Hälfte von diesem Interview hier einnimmt. Es kann viel, viel verbessert werden, aber das kann ich nur machen, wenn ich das zusammen mit den Muslimen mache und nicht, indem ich sie vor dem Kopf schlage. Okay, umreißen wir mal kurz, was, gegeben seine öffentlichen Äußerungen und Handlungen, für ihn noch akzeptable und nicht rassistische Islamkritik ist. Natürlich ist die Wahrheit ganz simpelst nichts. Und was er gerade gelabert hat, war nichts als verlogene heiße Luft, die ihn gut aussehen lassen sollte. Aber nehmen wir mal an, dem wäre nicht so. Eine akzeptable Thematisierung der Probleme mit den Muslimen und dem Islam, die ja existieren, kann schon mal gar nicht öffentlich stattfinden, denn das würde die Muslime in ein schlechtes Licht rücken. Es ist ja sogar schon verwerflich, mit einem radikalen Muslim öffentlich zu diskutieren, weil die Öffentlichkeit nicht sehen soll, dass es solche Leute überhaupt gibt. Und das suggerieren würde, dass ein Problem existiert, was auch existiert. Aber für die Öffentlichkeit sollte das nicht sichtbar sein, denn die armen kleinen Mossis.
Also schon mal nur hinter verschlossenen Türen, okay. Und mit den Muslimen zusammen also. Mit welchen Muslimen zusammen? Mit allen? Mit Vertretern aller verschiedenen Untergruppen? Das wird nur schwer möglich sein. Aber hey Leute, wozu mit den Krümeln reden, wenn man auch den Kuchen haben kann? Das islamistische Walross, Häuptling verschwitzte Speckfresse, den selbsternannten König der deutschen Muslime, der einen der kleinsten islamischen Verbände überhaupt anführt, aber größenwahnsinnig genug ist, sich anzumaßen, für die Muslime in Deutschland zu sprechen. Islamkritik? Gerne, mit meinem Verein zusammen im stillen Kämmerlein. Und ohne eine ehrliche Auseinandersetzung mit den Problemen, das wäre nicht konstruktiv. So wie er als Repräsentant der Muslime ja sogar ein verficktes Mitspracherecht bei der Darstellung des Islames im Öffentlich-Rechtlichen verlangt, weil die Muslime ja auch Rundfunkgebühren zahlen. Fuck, damit er Sachen wie die Anne-Will-Sendung mit Vetorecht vom Tisch fegen könnte. Ansonsten, Weidmanns Heilfreunde, betrachtet die Verleumdungshetzjagd auf euch als eröffnet. Hättet ihr mal lieber das islamistische Walross konsultiert und ihm eine Version eurer Kritik vorgetragen, die hinreichend kastriert ist, dass sie seine Anforderungen an Konstruktivität erfüllen. Lass mich dir zum Abschluss mal das Folgende sagen, denn du kannst das nicht oft genug hören. Ayman Masiek. Du repräsentierst nicht die Muslime in Deutschland. Du hast kein Recht auf eine Einflussnahme auf Scheißdreck. Und du bist nicht die Autorität darüber, welche Islamkritik akzeptabel ist und welche nicht. Du bist ein trauriger, fetter, alter Mann, der sich in seinen Allmachtsfantasien verloren hat und nichts im Sinn hat, als den öffentlichen Diskurs zu vergiften, Leute zu schikanieren, die öffentliche Darstellung des Islames aufzupolieren und sich abends seinen Mikropimmel darauf zu rubbeln, so er ihn denn unter seiner Plauze findet. Scheiß auf dich, scheiß auf deinen dreckigen Verein und scheiß auf jeden, der dich unterstützt. Vulgäre Analyse, Ende.